Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Long Dark. So, wir haben hier das letzte Mal ein Päuschen machen müssen, weil wir uns den Knochen... den Knöchel, heißt es, verstaucht haben. Und entsprechend keine Schmerzmittel dabei haben, was ein bisschen blöd ist. Ja, das heißt, wir waren ein bisschen ungeschickt, um das mal so zu sagen. So, stärkt das Immunsystem und wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Okay. Ja, keine Ahnung, wir trinken den mal. Ah, wir können den gar nicht vollständig trinken. Achso, er wird aber vollständig vernichtet. Okay. Ja, wir haben keine Schmerzmittel, das heißt, wir... ja, sind ein bisschen aufgeschmissen, wenn wir uns den Knöchel verstauchen, was ein bisschen blöd ist. Jetzt ist die Frage, draußen stürmt es. Macht es da Sinn, weiterzugehen? Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch wenig Sinn, hier zu bleiben, weil hier ist halt nichts, ne? Ja, das heißt, wir gucken auf jeden Fall mal raus. Und schauen mal, wie es da aussieht. Okay, das Problem ist, es ist schon wieder so neblig und Arsch und Scheiße und so. Was bedeutet, wir gehen wieder rein. Gucken mal, was unser Gewicht sagt. 29,63 Kilo. Da macht es jetzt auch noch nicht mal Sinn. Hat da gerade der Wind aufgehört, abrupt? Ne, doch nicht. Da macht es jetzt auch noch nicht mal Sinn, Holz zu sammeln. Okay. Weil wir einfach kein Holz brauchen gerade. So, reparieren. Stoff 22%. Das würde 100% machen. Ja, reparieren macht auch gerade keinen Sinn. So, aber jetzt hat der Wind aufgehört, ne? Also nichts hier raus. Nichts wie raus hier. So, und es ist trotzdem noch arschneblig. Das macht aber nichts. Ich will einfach nicht mehr in diesem Haus verweilen da. In der Richtung lag der See, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir gehen auch da in die Richtung. Wobei ich jetzt gerade überlege. Ich weiß echt nicht genau, wo wir hier sind. Wir gehen diesen Weg einfach mal runter. Ich möchte gerne zur Küstenstraße wieder runter und da einfach den Weg weitergehen. Um mal zu gucken, ob es da weiter Richtung Staudamm ging. Es ist manchmal echt blöd, hier die Wege zu finden. So, ich sollte vielleicht nicht so rennen. Bin mir nicht sicher, aber so oft habe ich mir den Knöchel echt noch nie verstaucht, wie ich das jetzt in dieser Aufnahmesession gemacht habe. Sprich, zwei Folgen, zweimal Knöchel verstaucht. Das kann kein Zufall sein. Dieses Spiel will uns töten. So, was hat eigentlich die gefühlte Temperatur? 8 Grad. Dafür ist es aber irgendwie sehr, sehr nebelfrostig. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns irgendwie nicht verlaufen hier. Und vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht irgendeinem Wolf oder Bären in die Arme laufen. Das wäre noch blöder. Ich möchte hier aber einfach auch mal so ein paar Schleichwege gehen. Ach, guck mal, da liegt ein Reh. So, das lassen wir aber da mal liegen. Weil wir können eh nicht mehr so viel tragen. Das Problem an so einer Stelle, wo so ein Reh liegt, ist ja meistens auch, dass irgendwo ein Wolf in der Nähe ist, ne? Aber guck mal hier, wir haben hier die Straße gefunden. Und jetzt überlege ich gerade. Ich guck mal, ob ich mich kurz hier orientieren kann. Nee, so richtig kann man sich hier nicht orientieren, ne? Jetzt überlege ich aber gerade, wo der Weg hier hinführt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich gehe die Straße einfach nochmal ab. Mach das aber mal wirklich im Gehen, weil ich nicht so weit sehen kann. Und ich mich zusätzlich frage, sehen die Wölfe genauso schlecht?
Aber die werden uns wahrscheinlich riechen, weil wir haben ja auf jeden Fall noch ein bisschen Fleisch dabei, gegrilltes, gegartes. Man sieht echt nichts, ne? Gefühlte Temperatur 8 Grad. Also kalt ist uns auf jeden Fall nicht. Ich wünschte, wir könnten springen, ne? Einfach mal um über so eine Straßenkuppe drüber zu luken. So, geht's hier? Hier scheint es auch hoch zu gehen, ne? Aber man kann halt einfach nicht so weit sehen. Ach, guck mal, hier ist eine Brücke. Ich glaube, ich gehe hier mal hoch. Ach, guck mal, da sitzt einer. Na du? Hast fit? Und den haben wir auch noch nicht geplündert. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil wir von vornherein schon wussten, dass sich das nicht lohnen wird. So, kommt man hier rauf? Hier kommt man natürlich nicht rauf. Jetzt frage ich mich, ob man hier irgendwo durchkommt. Das sieht eher auch nicht so aus, ne? Das Problem ist, wir können ja nicht springen. Uiuiui, nicht schon wieder den Knöchel verstauchen. Ich habe keine Lust, nochmal 4 Stunden schlafen zu gehen. So, das bedeutet für mich aber. Oh, wird der Nebel weniger? Ich glaube, der Nebel wird weniger. Das bedeutet für mich aber, ich würde gerne da oben auf die Brücke drauf kommen. Das heißt, wir gehen nochmal hier kurz zurück und gehen doch da vorne mal hoch. Und gehen dann halt links rum in Richtung Brücke. Und ich hoffe mal, dass wir dann da uns richtig orientiert haben. So, ich möchte hier wieder rauf. Das heißt, wir waren da oben eigentlich auf einem Weg drauf, ne? Ach komm, ich bin doch hier runtergegangen. Jetzt gehe auch hier wieder rauf. Komm schon. Ach nee, tu mir das nicht an. Ach komm. Oh. Ernsthaft. Wo muss ich denn jetzt hier lang gehen? Genau, das ist doch Kacke. So, hier kommt man nicht rauf. Ach hier. Oh, ich hab mich erschrocken. Ey, diese Musik ist so gut platziert auch einfach, ne? Weil man über lange Strecken einfach nichts hört an Musik und plötzlich, wenn man gerade mit irgendwas beschäftigt ist, setzt dann so irgendwas Melancholisches oder was Dramatisches ein. Was mich immer wieder dazu führt, dass ich leicht erschrocken bin, wenn ich sowas höre. Und ich sag mal, die Melodie hier, die kennt man ja nun jetzt ein bisschen schon. Aber es ist trotzdem immer wieder lustig und erschreckend. Was ist das denn hier? Achso, das ist eine Straßenbarriere. Okay, so, das kommt mir nicht bekannt vor. Beziehungsweise, das kommt mir schon bekannt vor, weil ich glaube ich in einer der ersten Folgen, wenn nicht sogar in der ersten Folge, die Brücke, glaube ich, von unten gesehen habe und gesagt habe, hey, da müssen wir irgendwann mal hoch und uns das mal anschauen. Ja, und jetzt, keine Ahnung, gefühlt 30 Folgen später sind wir dann endlich hier angekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo der Weg uns hinführen wird und ob er uns überhaupt irgendwo hinführt. Vor allen Dingen, ob er uns dahin führt, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich zum Staudamm. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen runter und hochgehen. Und in der Wahl bin ich jetzt etwas überfordert, beziehungsweise mit der Wahl, nicht in der Wahl. Ich würde primär mal davon ausgehen, dass der Staudamm eher auf der anderen Seite der Berge ist und ich dementsprechend erstmal hoch müsste. Von daher würde ich das auch jetzt erstmal tun. Aber da vorne ist natürlich ein Haus. Ah, ein Haus, ein Haus. Ich gehe erstmal zum Haus. Das ist das Verhängnisvolle an diesem Spiel, dass man an jeder Ecke irgendwas Neues entdecken kann. Es gibt ja zum Beispiel auch, oder soll es geben, ich kann das nicht bestätigen, weil ich noch nie einen gesehen habe. Es soll ja auch Bunker geben in diesem Spiel. Irgendwo random auf der Karte in irgendwelchen, ja, ich vermute mal Bergketten oder sowas, soll es Bunkeranlagen geben. Und ich habe bisher noch nicht einen einzigen Bunker gefunden.
gesehen, gefunden, geschweige denn irgendwo mal ansatzweise nur gerochen oder erahnt. So, die Pilze nehmen wir nicht mit, weil die eigentlich nicht viel wiegen, das ist eigentlich egal. So, und hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Nein, guck mal, hier waren wir noch nicht. Wie schön ist das denn? Was wir hier alles finden könnten. Okay, ich mache mal einen Streichholz an, weil man sieht hier nicht so viel. Oh, guck mal, zwei Schränke. Was haben wir hier noch? Kondensmilch, Sardinen. So, haben wir hier noch irgendwas? Ist irgendwas unterm Bett hier noch? Juch, Finger verbrannt. So ein Ärger. Nein. Dann gucken wir mal. Auf den Betten liegt auch nichts. Wir gucken mal in die Schränke rein. Vielleicht finden wir ja was. Schuhe. Okay. War jetzt nicht so das Riesen-Highlight. Aber vielleicht, ja, dicker Wollpullover. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Stoff von, um unsere Klamotten zu reparieren. Ja, okay, also Riesenausbeute war das jetzt nicht hier. Das macht aber nichts. Die Klamotten. Stunde 30 Minuten. Ja, egal. Die Klamotten zerlegen wir auf jeden Fall hier direkt. Ich habe keine Lust, den ganzen Krempel so mitzuschleppen. Das wiegt einfach viel zu viel. Genauso wie den Wollpullover. Dünner Wollpullover. Brauchbare Wärmeschicht, die auch nass noch warm hält. Dicker Wollpullover mit Zopfmuster. Das sieht ja fast so aus, als ob der repariert besser wäre als der, ne? Pass auf, das testen wir doch mal. Den reparieren wir mal. Ja. Kleidung Windkühle Bonus. Okay, wir reparieren den nochmal. Einfach um ein besseres Vergleichsverhältnis zu schaffen. 98 und 100%. Ja, guck mal, der ist deutlich besser und wiegt dasselbe, ne? Anziehen. Zerlegen. Perfekt. Okay, wir haben Durst und Hunger. Gegen den Hunger. Ich hau erst das Wolfsfleisch weg, weil ich nicht die Gefahr laufen möchte, dass Wölfe uns aufgrund unseres leckeren Geruchs hinterherlaufen und uns versuchen aufzufressen. So, wir haben echt auch jetzt schon super viel von unseren mitgenommenen Getränken verplempert, ne? So, das heißt, ich trinke hier nochmal die Traubenlimonade. So, wir sind super durstig. Ist schon dunkel? Oh, es ist schon dunkel. Ach, guck mal, sieh mal einer, guck, hier ist ein Bett. Ja, wenn es schon dunkel ist, dann müssen wir wohl nochmal hier ein bisschen Wasser trinken, ne? Scheiße, wir haben kein Wasser mehr. 200 Milliliter. Ja, wenn es dunkel ist, dann hilft es nichts, ne? Dann müssen wir schlafen. Und zwar 8 Stunden. Und dann müssen wir weiterziehen. So. Schon wieder Durst und Hunger. Ja, hilft alles nichts, ne? Ich weiß nicht, ob die Kondensmilch Durst beseitigt. Ich probiere das einfach mal. Hoffentlich tut sie das, ansonsten haben wir ein mittelschweres Problem. Ja, das passt. So, das bedeutet, raus hier. Scheiße, wir haben das Gewehr nicht draußen. Das ist nicht so clever. Okay, und es ist immer noch düster wie Sau, ne? Um 5:46 Uhr. Ja, hilft aber alles nichts. Ich habe echt keine Lust, hier wieder stundenlang rumzuwarten. Ich nehme aber in der Zeit doch nochmal die Pilze hier mit. Die haben nämlich nicht so viel Gewicht und zumindest haben wir dann was Naturbelassenes, um uns zu desinfizieren von innen.
So, und da vorne war doch auch noch ein Baumstumpf mit Pilzen dran, meine ich. Irgendwo hier, oder? Ah, da. So. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt zügig hell wird. Weil so im Dunkeln hier langlaufen ist echt nicht so witzig. Das ist schon wieder so ein Moment, wo man einfach hier so rumsteht und sowieso nicht so viel sieht, Entschuldigung. Und dann setzt einfach mal so eine komische Horrormusik ein. Wo ich mir dann nur noch denke, Bär, Wolf, Zombie, falsches Spiel. So, das haben wir alles mitgenommen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo da links rüber. So viel weiß ich noch vom Weg, den wir hier gegangen sind. Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt runterlaufen. Ich versuche jetzt auch mal gerade nicht zu rennen, weil ich echt nicht so weit sehen kann und möglichst gerne auf alles vorbereitet bin, was uns eventuell erwartet bei den paar Metern Sicht, die wir hier haben. Und ich sehe echt schon Gespenster. Gespensterwölfe. So, dann gehen wir hier wieder runter und da vorne rauf und dann rechts rum. Den Gang hoch, beziehungsweise den Weg hoch. So, ich sehe nichts, was sich bewegt. Das ist gut. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Nebel jetzt hier gerade auch ein bisschen dem Morgenfrost geschuldet ist. Ich hoffe, das lichtet sich gleich wieder. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Sekunde, noch mal eben was trinken. Ah, so, das war nötig. Ja, gucken wir einfach mal. Es wird jetzt, glaube ich, langsam auch heller. Es muss nur noch der Nebel ein bisschen verschwinden, damit wir etwas weiter sehen können. Weil so sehe ich natürlich auch nicht unbedingt irgendeine Weggabelung, die eventuell irgendwo hinführen könnte. Und ja, wir haben immer noch das Problem, dass wir kein Schmerzmittel mit dabei haben, ne? Das könnte zu einem großen Problem werden. Wir haben Antiseptikum und Verband dabei, das ist in Ordnung. Das sind die beiden Dinge, die wir brauchen, wenn wir von einem Wolf angegriffen werden. Und ich hoffe mal, dass das auch so ist, dass wir diese beiden Dinge gerade brauchen, wenn wir von einem Bären angegriffen werden. Und das eventuell schief gehen sollte. Irgendwie habe ich zwischendurch hier schon mal so kleine Haker im Spiel. Das ist mir bei den beiden verstauchten Knöcheln aufgefallen eben. Und jetzt gerade auch. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Weil das zumindest bei den beiden verstauchten Knöcheln das Anzeichen dafür war, dass man sich einen Knöchel verstaucht hat. Okay, was ist das? Sieht aus wie ein Baumstumpf. So, wir hätten anscheinend auch den Weg von unten hier lang gehen können. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ist hier? Und sind wir hier richtig? Oh, da ist ein Container. Da bin ich ja fast versucht, nochmal ein bisschen zu laufen. Und einfach schnell hier rein zu verschwinden. Tschö. Okay, wir haben einen Wohnwagen gefunden. Ach, sieh mal, na guck. Und hier waren wir auch noch nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wir haben ja im Prinzip bisher nur in Anführungszeichen das idyllische Tal soweit komplett erkundet. Zumindest das Offensichtliche. Und haben in dieser Küstenstraßen-Map ja im Prinzip wirklich nur die Küstenstraße auch wieder nur in Anführungszeichen erkundet. Und sind ja links und rechts die Wege kaum gegangen. Stoff, das ist gut. Eine I'll Sturmlaterne, take it. ja. Die nehme ich mal mit, auch wenn wir dann überladen sind. Das Problem ist, die kann ich momentan nicht zerlegen, weil wir keinen Kanister haben, der das überschüssige Petroleum aufnimmt, was ein bisschen blöd ist. Scheiße, wir haben keine Streichhölzer mehr. Kinders, ernsthaft, wir können kein Feuer mehr machen. Das war nicht sehr wohl überlegt. Okay, wir haben zwei Sturmlaternen. Das heißt, eine davon nehme ich jetzt mal, um Licht zu machen.
Wir haben keine Streichhölzer mehr. Das könnte ein Problem werden. Best be prepared for Daunenjacke, anything. Mähset. Jetzt würde ich mir wirklich Streichhölzer wünschen. Orangenlimo, ja. Orangenlimo ist auch gut. Wir haben nämlich auch ja kaum noch was zu trinken. Ich würde mir jetzt so Streichhölzer wünschen. Wie schnell das bei dem Spiel hier auch einfach gehen kann, dass man irgendwas vermisst, wo man sagt, oh, da habe ich so viel von. Da habe ich so viel von. Brauche ich alles nicht. Und zack, hat man keine Streichhölzer mehr. So, wir machen die Laterne wieder aus und nehmen das Gewehr wieder in die Hand. So, da war schon wieder so ein kleiner Haker. Schon wieder so ein kleiner Hakler. Okay, wir gehen die Straße weiter rauf. Haben wir halt gerade keine Streichhölzer. Ich lasse die ganzen Pilze, die wir da gerade an den Baumstämmen gesehen haben, auch alle mal da. Weil wir eh schon überladen sind. Und ich jetzt aber nicht noch mehr Zeit damit verplempern wollte, unnützes Zeug einzusammeln. Also die Pilze brauchen wir halt faktisch gerade nicht. Wir haben eine Handvoll Pilze mit dabei. Guck mal, da hinten ist auch eine Hütte. Wir haben eine Handvoll Pilze mit dabei. Wo ist sie denn jetzt? Die habe ich gerade noch gesehen. Und die Handvoll Pilze reichen auch aus, um uns zumindest... Da hinten ist sie. Da sieht man sie ganz leicht zwischen den Bäumen. Da laufen wir aber jetzt mal nicht hin. Ich will nämlich den Weg hier weiter hoch. Also, wir haben eine Handvoll Pilze dabei, die uns helfen, wenn wir von einem Wolf oder einem Bären angegriffen werden, als Antiseptikum-Ersatz. Und wir haben ja auch noch das Antiseptikum selbst mit dabei. Da ist schon wieder ein Wolf. Mein Freund der Sonne. Willst du dich mit mir anlegen? Es ist schon wieder so, dass der hinter einer Kuppe verschwunden ist, die ich nicht einsehen kann. Was es echt assi macht. Da kommt er. Ich hab's geahnt. Hat er mich echt noch angegriffen, die Sau? Hat er mich echt noch angegriffen, der Drecksack? Okay, also man sieht, die Gewehrschüsse sind gefühlt abgeschwächt worden. Also ich habe dem ja genau zwischen die Augen gezielt und er ist trotzdem auf uns zugekommen. Und hat uns trotzdem noch angegriffen. Und normalerweise war es bisher so, dass die Wölfe auch geflüchtet sind, wenn man sie einmal getroffen hat. Und dieser kleine Drecksack hier, den hat das einfach überhaupt nicht interessiert. Überhaupt nicht interessiert hat ihn das. So, jetzt sind wir natürlich deutlich überladen. Oh Gott, wir haben Durst bis unter die Arme. Was bedeutet Orangenlimo? So, und jetzt haben wir nichts mehr zu trinken, außer diese Orangenlimo. Okay. So, wir haben noch ein bisschen Hunger und ein bisschen Durst. Das soll uns aber erstmal nicht weiter jucken. Was sagt unser Gewicht? 37 Kilo zu viel. Ja, hilft nichts, ne? Wir müssen irgendwie vorankommen. In dem Container da unten konnten wir auch kein Feuer machen. Das heißt, ich renne jetzt auch nicht zurück. Sonst hätte ich nämlich gesagt, wir rennen nochmal zurück zum Container. Zu dem Wohncontainer da, wo wir gerade drin waren. Und machen uns da nochmal ein Feuer, um das Fleisch zu braten, was wir gerade bekommen haben. Das lohnt sich aber in diesem Fall jetzt nicht. Und auch wenn wir jetzt überladen sind, wir gehen einfach mal weiter. Was sagt denn unser Zustand eigentlich? 90%. Wir sind ein bisschen erschöpft, ja. Es ist eigentlich alles im grünen Bereich. Der Wolf hat uns trotzdem angegriffen, der Drecksack. Ich hole jetzt nochmal das Gewehr raus. Wir laden auch nochmal nach. Das Problem ist, wir haben es nicht hingekriegt, zweimal hintereinander zu schießen. Weil man halt nach jedem Schuss nachlädt. Ich muss mir vielleicht doch angewöhnen, auch wenn ich das eigentlich schade fände und auch Verschwendung, die Wölfe aus der Entfernung einfach schon zu erschießen. So leid man das um die Tiere auch tut, aber wir müssen ja auch irgendwie überleben. So, und wir müssen irgendwie schleunigst irgendwo hinkommen, wo es sicher ist und wo wir ein Feuer machen können. Und ich möchte das jetzt ungern in freier Wildbahn hier erledigen. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt in naher Zukunft wieder zu irgendeinem
Haus oder zu irgendeiner Hütte kommen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das kenne ich hier auch noch gar nicht. Das sieht aber doch so aus, als ob wir hier ansatzweise richtig sind und in den... Oh, da ist ein Container, da müssen wir hin. Auch da werden wir wahrscheinlich kein Feuer machen können, ne? Was auch wieder Kacke ist. Zur Not machen wir uns draußen vor der Tür ein Feuer. Aber da laufen wir jetzt erstmal hin und werden da vermutlich auch nochmal nächtigen. Ein Beil, ja, das nehme ich trotzdem mit, auch wenn wir super überladen sind. Probably useful. Einfacher Wintermantel. Mann, 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 was wir hier alles für Zeug finden. Und wir sind eh schon endlos überladen. 42 Kilo, so. Tja, ich... Pfirsiche. Ihr seht, ich bin ein bisschen überfordert. Wir haben auch echt kaum noch Wasser dabei und sind trotzdem so dermaßen überladen. Aber die Pfirsiche helfen uns jetzt erstmal weiter. So, kannst du bitte dein Gewehr wieder in die Hand nehmen? Ich habe nämlich ein bisschen Angst. So, wir können nicht mehr laufen. Das ist, das Tempo, mit dem wir jetzt gerade voranschreiten können. Das maximale Tempo. Das heißt, wenn jetzt ein Wolf hier irgendwo ist, können wir nur hoffen. Und zwar, dass wir ihn treffen und dass er beim ersten Treffer entweder abhaut oder in die Knie geht. Aber wir sind Gott sei Dank am Container angekommen. So. Und hier ist auch wieder jede Menge Scheiß zu mitnehmen, ne? Aber wir können kein Feuer machen. So, bevor ich hier irgendwas in die Hand nehme, was haben wir hier? Zedernholz. Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil wir müssen Holz haben zum Feuer machen. Und das Zeitungspapier nehme ich auch mal mit, weil ich nicht weiß, ob wir noch Zunder haben. Und dann muss ich leider gerade mal was hier lassen. Und zwar das Beil. Ich muss ein bisschen kurz Gewicht loswerden. Das lasse ich hier. So, ich habe doch eben noch irgendwas eingesammelt. Brecheisen. Die eine Laterne lasse ich hier. Ich nehme das alles gleich mit. Ich muss mir nur gerade mal ein bisschen Luft machen. Um... Das lasse ich auch hier. Ach, scheiße, das passt schon nicht mehr. 3 Kilo. Leck mich am Arsch. Dann nehmen wir das mit. Ne, das hilft mir nicht, ne? Das passt trotzdem nicht. So, dann nehmen wir das noch mit. So. Und dann lassen wir die noch hier. Und dann ist das voll. So, also gleich in die Schublade müssen wir nochmal reingucken. Was haben wir hier? Haben wir hier sonst noch irgendwas, wo ich was ablegen kann? Alter, nur dieses eine Gefäß hier. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Hier ist noch ein Plastik, ein Metallbehälter. Okay, da passen auch nochmal 5 Kilo rein, glaube ich. Super, eine Fackel. Die kann ich jetzt total super gebrauchen. 15 Kilo passen da rein. So. Pass auf, mein Freund. Oh, wir haben noch dreimal Altholz. Das wird aber nicht reichen, um das ganze Fleisch zu braten. Das ist okay. Wir lassen nochmal hier, die Laterne wollte ich hier lassen, genau. Das eine Nähset lasse ich nochmal hier. Die Fackeln lasse ich nochmal gerade hier. Wir haben noch jede Menge andere Nähsets. Das und das lassen wir auch hier. So, Klamotten haben wir nichts, was wir hier lassen können. First Aid auch nicht. Nahrung, okay, das ganze Fleisch ist natürlich jetzt noch da, ne? Das bedeutet, die Zeitung nehme ich auch nochmal mit. Das bedeutet, wir machen hier mal eben aus den Zeitungen Zunderbündel. Und dann machen wir uns draußen erstmal ein Feuer und braten das Fleisch mal wieder. Also es hilft halt einfach nicht, ne? Rohes Fleisch bringt uns überhaupt nichts. Das mitzunehmen wäre völlig sinnlos. So, Zunderbündel haben wir jetzt. Und von daher machen wir uns hier draußen jetzt vor der Tür mal ein gemütliches Feuer. So, es ist kein Wolf in der Nähe, das ist auch gut. Zunder zum Feuer machen benötigt. Wir haben doch Zunder. Lass mich verarschen. Nicht Holz sammeln. Zunderbündel. Haben wir doch. Ach, Zünder.
Scheiße, wir haben keine... Ja, genau das ist das, was ich eben meinte. Wir haben keine Streichhölzer. Fuck. Warum habe ich dieses blöde Fleisch mitgenommen? Ein Energieriegel. Toll. So, gibt's hier... Komm bitte, lass hier irgendwo Streichhölzer sein. Plastikbehälter. Streichhölzer, bitte. Keine Streichhölzer. Das darf echt nicht wahr sein. Ich nehme gerade mal die Laterne in die Hand, um zu gucken, dass ich nichts übersehe. Wir haben keine Streichhölzer. Das wird uns jetzt zum Verhängnis. Ohne Streichhölzer können wir quasi nichts tun. Mit dem ganzen Zeug, was wir hier gefunden haben. Und hier liegen nirgendwo Streichhölzer. Nirgendwo. Tja, bleibt uns nichts anderes übrig, als letztendlich das Fleisch hier zu lassen. Beziehungsweise, ich mache mal die Schublade auf und nehme das alles nochmal raus. So. Wo haben wir denn? Hallo? 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo, 5 Kilo. So. Und dann den Metallbehälter. Nee. Hier kommt dann nochmal das Wolfsfleisch rein. Also es bringt uns halt überhaupt nichts, das mitzunehmen. So, das Problem ist, wir kriegen unseren Durst nicht beseitigt. Uns fehlt Wasser, wir können uns kein neues machen, weil wir kein Feuer machen können. Und jetzt stürmt es draußen auch noch. Alter, ist das ätzend. So, wir zerlegen die Klamotten. Das spart auf jeden Fall auch nochmal Gewicht. So, 4 Kilo sind wir überladen. Was haben wir noch, was unseren Durst stillt? Kondensmilch haben wir gemerkt. Ich weiß nicht, ob die Suppe... Und ansonsten haben wir nur noch 0,2 Liter Wasser. Das heißt, wir müssen dringend Streichhölzer finden. Ja, das hilft alles nichts. Jetzt überlege ich aber gerade, dass ich doch eventuell die eine Sturmlaterne hier lasse. Weil uns die einfach nichts bringt. Und das Beil lasse ich auch hier. Das brauchen wir nämlich nicht. Und ansonsten würde ich den Rest auch fast hier lassen. Bartflechte, Altholz. Das Zedernholz. Puh, tut mir leid, lasse ich auch hier. Wir sind nämlich zu schwer. Ja, davon kann ich nichts hier lassen. Das brauchen wir alles. Ja, von dem Essen kann ich eigentlich auch nicht viel hier lassen. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir verdursten, nützt uns das ganze Essen auch nichts, ne? Die Salzcracker lasse ich hier, damit ich die bloß nicht esse. und die Nähsets brauchen wir im Prinzip ja auch nicht. Ne? Die kann ich auch hier lassen. So, bis auf 100 Gramm. Also, dann lassen wir die Fackeln noch hier. Die brauchen wir nämlich auch nicht. Alter, wir können kein Feuer mehr machen. Das ist so ätzend. So, und dann führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen, auch wenn jetzt draußen Sturm ist, müssen wir weiter. Das hilft nämlich nicht. Also es bringt nichts, hier zu bleiben. Aufgrund der Tatsache, weil wir nichts zu trinken dabei haben. Das heißt, wir müssen wohl oder übel diesen Weg jetzt da gehen. Ich gucke aber hier gerade nochmal um die Ecke. Okay, da ist nichts. Habe ich jetzt mal so bestimmt. Wir müssen jetzt auch gegen den Wind oder mit dem Wind, ich weiß gar nicht, ne, gegen den Wind. Wir müssen hier einfach weiterlaufen. Wir müssen schnellstens irgendwo Streichhölzer finden. Ohne Streichhölzer. Wie konnten wir denn bloß mit so wenig Streichhölzern losgehen? So bescheuert können auch nur wir sein. Respektive ich. So. Aber wir sind auf jeden Fall irgendwohin auf den Weg. Ich weiß nicht, wohin uns diese Straße führt. Wir werden das aber hoffentlich bald feststellen. Weil lange halten wir nicht mehr durch. Oh, was ist das hier?
Oh, es ist ein Tunnel. Es ist ein Tunnel, es ist ein Tunnel. Ich sehe nichts. Okay, hier ist es auf jeden Fall schon mal wärmer. Das ist schon mal zur Schlucht reisen. Ja, mach das mal. So, wir sind in einer neuen Map angekommen. In der Schlucht. 12 Uhr mittags. Was sagt unser Zustand? Ja, wir haben Durst und sind erschöpft. Ach, guck mal, was ist das denn? Das ist ja geil. Das ist ja krass. Eine Holzeisenbahnbrücke. Wie cool ist das denn? So. Oh Gott. Kann man hier rüberlaufen? Naja, springen kann man nicht, ne? Wir müssen hier rüberlaufen. Oh Gott, es knirscht und knarzt. Eieieiei. Oh Gott. Alter. Mach bloß keinen Scheiß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter gehen soll oder ob ich rennen soll. Alter. Oh mein Gott. Mach keinen Scheiß hier. Mir fällt gerade mal auf, dass die Folge schon ziemlich lang geht. Schon über eine halbe Stunde. Aber so ist das hier, ne? So, wir sind... Oh, ich renne das Stück. Oh, okay, wir sind heil über die Brücke rübergekommen. Ah, das ist auf jeden Fall mal krass. So, ich habe keine Ahnung, was hier auf uns wartet und ob hier irgendwas auf uns wartet. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt nochmal was esse und was trinke. Und zwar das Trockenfleisch. Ja, und unser letztes Wasser geht da gerade dabei drauf. Und es hat uns nicht komplett gestillt. Okay, hier ist ein weiterer Tunnel. Scheiße, wir können kein Feuer machen, ne? Also das mit den Streichhölzern ist echt, das ist ein Problem. Und kein so kleines. Entweder wir finden jetzt irgendwo was anderes zu trinken als Wasser. Sprich, wir finden Limonade oder sonst irgendwas. Scheiße, wir sind ziemlich erschöpft auch, ne? Okay, 200 Gramm trennen uns noch vom Überladenzustand. Und jetzt fehlt nur noch, dass hier 3 Wölfe und 2 Bären auf uns warten. Dem ist aber offensichtlich nicht so. Boah, was würde ich jetzt für eine Packung Streichhölzer geben? Ich würde komplett 5 Kilo Fleisch dafür opfern, wenn ich Streichhölzer bekommen könnte. So, wir sind überladen. Was bedeutet, ich hau mal die Milch weg. Was natürlich die Erschöpfung nicht reduziert, aber unseren Durst und unseren Hunger ein bisschen reduziert. So, entsprechend müssten wir auch noch ein bisschen Milch haben. Jawohl. Wir sind auch noch ein bisschen durstig, haben aber jetzt keinen Hunger mehr. Ich brauche ein Haus, Leute. Ich brauche ein Haus, irgendwas, wo ich was zu trinken finde. Überladen. Ja, das geht jetzt ziemlich fix, ne, mit dem Überladen. Wir können uns noch nicht mal einen Kaffee kochen. Also das Problem ist, wir können kein Feuer machen. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Ich brauche ein Haus. Ich brauche irgendwas zu trinken. Ich muss trinken, ich muss Feuer haben, machen. Und ich kann jetzt echt nicht mal... Ich kann nichts machen, ne? So, geht's hier irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Ich habe auch eigentlich überhaupt keine Zeit, um mir jetzt hier irgendwas anzugucken. Wir müssen schnellstmöglich irgendwo hin, wo wir was zu trinken finden. Oder Streichhölzer oder beides am besten. Und ich kann jetzt auf jeden Fall weder einen Wolf noch einen Bären gebrauchen. Alter, führt das hier irgendwo hin oder ist das eine Sackgasse? Ne, hier scheint es hoch zu gehen. Geht's hier hoch? Ne, hier geht's nirgendwo hin. Leute, ist das euer Ernst? Das kann ja nicht euer Ernst sein. Okay, da ist ein Zug. Entgleist. Ich weiß aber nicht, ob wir da hinkommen.
So, mach keinen Scheiß, Frau. Okay, wir kommen hier hin, aber hier gibt's offensichtlich nichts. Da unten liegt auch noch ein Zug. Der ist offen. So, das Problem ist, ich weiß echt nicht, wo sind wir denn hier? Fuck, ey. Ohne Scheiß, wir sind am Arsch der Welt und hier gibt es nichts. Oder habe ich einen Weg verpasst? Ich fasse es nicht. Also hier geht's nicht weiter. Hier ist zu. Vielleicht mussten wir doch darum. Wo kann man hier rauf? Hier kann man rauf. Ey, wir brauchen so dringend irgendwas, wo wir uns unterstellen können, was zu trinken. Das kann doch nicht sein, dass wir hier jetzt nichts finden. Hier gibt es nichts. Oh, super, hier ist eine Höhle. Müßlerige Schweinefleisch mit Bohnen. Feuer, ausgebrannt. Ja, das nützt uns überhaupt nichts, ne? Was wollen wir mit dem ausgebrannten Feuer? Hier ist eine Höhle. Scheiße. Also, wenn wir nichts finden, sind wir echt am Arsch, ne? So, geht's hier irgendwo weiter? Auch eine Sackgasse. Das gibt's echt nicht. Was sagt unser Zustand? Och, wir sind so erschöpft. So, aber hier führt auch kein anderer Weg mehr, ne? Da ist der Tunnel. Hier ist nichts, ne? Hier ist null. Und wir sind mittlerweile so überladen, dass wir vermutlich auch nicht mehr viel machen können werden. Oh, ist das ätzend. Ja, hilft alles nichts, ne? Wir müssen in die Bärenhöhle mal rein. Karnickel, das bringt uns auch alles nichts. Scheiße. Man kommt hier auch nirgendwo hin, ne? Fuck, ist das ätzend. Ach, die Bärenhöhle war da, ne? Ja, hilft nichts. Wir müssen schlafen. Weil wir echt erschöpft sind. So, ich höre doch hier Krähen. Wo sind die Vögel? Ich höre Krähen, ich sehe sie aber nicht. Weil Krähen würde bedeuten, dass wir hier noch irgendwo eine Leiche haben. Gibt's echt nicht. Wir werden verdursten, ne? Wir werden verdursten zwangsläufig. Wir müssen uns jetzt hier leider ausruhen. So, kann man hier irgendwas machen? Ne, kann man nicht. Wir müssen uns hier leider ausruhen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überleben werden. Wir müssen uns leider hier ausruhen. Ich mach mal 4 Stunden. So, das haben wir schon mal überlebt. Wir haben Durst ohne Ende. So, ist das mal. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen Cut. Und ja, keine Ahnung, ob wir die nächste Folge überleben werden. Wir werden es feststellen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Däumchen und ein Abo da. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis dann. Ciao.